Es gibt einen neuen Wettlauf zwischen SpaceX und Blue Origin. Spoiler-Alarm, Blue Origin hinkt wieder hinterher. Das US-Militär entwickelt ein immer größeres Interesse daran, mit den privaten Raumfahrtplayern an Zukunftstechnologien zu arbeiten. Im Spiel sind heute nicht nur die üblichen Verdächtigen, sondern auch Exploration Architecture Corporation und eine US-Behörde, von der du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Was das für ein Wettbewerb ist, wer wie viel Geld bekommen hat und was das Ganze mit dieser mysteriösen US-Behörde und Starship zu tun hat, das schauen wir uns heute genauer an. Wenn du hier auf Mars Chroniken etwas lernst und dabei auch noch Spaß hast, dann freue ich mich über ein Abo. Dann verpasst du auch nie wieder eine Ausgabe. Ich habe auch Kanalmitgliedschaften und Patreon, alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Ein Like und ein Abo sind auf jeden Fall kostenlos und helfen sehr. Danke dir. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für euch. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Unsere heutige Reise beginnt im April 2019. Lange bevor es Mars-Chroniken gegeben hat. Da veröffentlichte die US-Luftwaffe ein Strategiepapier, in dem festgehalten wird, dass die Air Force ihre technischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten stark ausbauen möchten. Sie wollen sich transformieren, um noch moderner zu werden. Aber auch die Herangehensweise an Projekte soll flexibler und damit schneller werden. Schneller sollen auch ihre Transportfähigkeiten werden. Was ich etwas widerlich finde, ist, dass ernsthaft drinsteht, dass sie noch unberechenbarer und tödlicher werden wollen. Wie viel tödlicher ist die US Air Force kann man sein, frage ich mich. Immerhin bringt das Innovation. Du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Das Paper findest du übrigens in der Videobeschreibung unten. Darum geht es aber heute auch nicht, sondern darum, dass basierend auf diesem Paper Investitionen viel einfacher getätigt werden können. Es verging kein ganzes Jahr, bis das US Transcom im März 2020 ein sogenanntes CRADA mit SpaceX unterschrieb. Keine Sorge, wir schauen uns gleich an, was das alles bedeutet. Das United States Transportation Command oder kurz US Transcom, was etwa mit Transportkommando der Vereinigten Staaten übersetzt werden kann, ist eines der 11 teilstreitkräfteübergreifenden Unified Combatant Commands der US-Streitkräfte und stellt den weltweiten Transport der Truppen zur See, zu Land und in der Luft sicher. Das Hauptquartier befindet sich auf der Scott Air Force Base in Illinois. Im Klartext bedeutet das, dass das US Transcom für die meisten militärischen Transportmissionen verantwortlich ist. Und was können diese freundlichen, lieben Menschen wohl von SpaceX wollen? Hier kommt das CRADA ins Spiel. Das steht für Cooperative Research and Development Agreement, also die kooperative Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung. Das klingt doch nett, oder? Aber jetzt wissen wir noch immer nicht, was das wirklich bedeutet. Der Kommandeur des US Transcom, General Stephen Lyons, drückt das so aus. Stellen Sie sich vor, das Äquivalent einer C-17 Fracht in unter einer Stunde an jeden beliebigen Punkt der Erde transportieren zu können. Dieser Gedanke hat wohl den Generälen gefallen, denn die Boeing C-17 ist ein gigantisches militärisches Frachtflugzeug, das 70 Tonnen Panzer durch die Gegend fliegen kann. Als Beispiel wird Kriegsmaterial hergenommen, aber stellt euch mal vor, wie viel Gutes man damit bewirken könnte. Man könnte schnell und effizient humanitäre Hilfe, aber auch Personal in Krisengebiete schicken. Du denkst jetzt wahrscheinlich das gleiche wie ich. Wie soll Starship irgendwo landen, wo nicht schon ein Jahr vorher jemand zufällig einen 140 Meter hohen Turm mit Fangarmen gebaut hat? Besonders arme Krisengebiete tendieren häufig dazu, keine Raumfahrthäfen zu haben. Greg Spangers, der Manager des Rocket Cargo Programms, meint, es wurde bisher keine nennenswert schwere Fracht aus dem Orbit zur Erde zurückgebracht. Die ersten Tests werden den kommerziellen Hitzeschutz, den Landeantrieb und die Landebeine aufs Äußerste belasten. Aha, Landebeine? Hat SpaceX nicht extra die Beine beim Schiff wegdesignt? Doch. Aber was tut man nicht alles für Uncle Sam? Die Idee ist nicht neu, zu sagen, man möchte wiederverwendbare Raketen dazu nutzen, Fracht oder Menschen in kürzester Zeit um den Globus zu fliegen.
Elon Musk und seine rechte Hand Gwynne Shotwell haben schon mehrfach über sogenannte Point-to-Point-Flüge mit Starship geredet. Ihre Idee war vollkommen ziviler Natur. Sie möchten Starship wie ein Linienflugzeug dazu verwenden, um Menschen von A nach B zu bringen. Damals habe ich schon gerochen, dass diese Fähigkeit die Militärs sehr interessieren wird. Warum aber dieser Crater-Mist? Nun, damit die Air Force direkt bei der Entwicklung dabei ist, dadurch aber nicht verpflichtet wird, Dienste einzukaufen. Ihnen ist es nur wichtig, diese Fähigkeiten zu haben. Deswegen haben sie im Jahr 2021 9,7 Millionen US-Dollar für Studien diesbezüglich ausgegeben. Für weitere Studien und Entwicklungsarbeit im Rahmen des Rocket Cargo Programms schlägt die Air Force ein Budget von fast 48 Millionen US-Dollar für das Jahr 2022 vor. Ein Teil davon wird an SpaceX gehen, ein anderer Teil wird aber auch an andere Firmen gehen. Einer dieser Firmen ist die Exploration Architecture Corporation oder kurz XARC. Diese haben nur einen Monat nach SpaceX ebenfalls ein Crater unterschrieben. XARC ist ein auf Raumfahrthäfen und extraterrestrische Architektur spezialisiertes Architekturbüro. Sie entwickeln verschiedenste Konzepte für Unterkünfte und Roboter für den Bau und den Betrieb von langfristig gedachten Unterkünften auf anderen Himmelskörpern. Was es alles gibt auf dieser Welt, oder? Es wird langsam einmal Zeit, dass ich ein Video über mögliche Unterkünfte auf dem Mond und dem Mars produziere. Oder was sagst du? Schreib es mir in die Kommentare. In Zusammenarbeit mit SpaceX sollen sie alle Optionen darlegen. SpaceX und XARC sollen ihre Expertise mit der Air Force teilen und die Fähigkeit entwickeln, auch in den abgelegensten Gegenden der Welt zu landen. Ich kann mir vorstellen, dass hierfür eine eigene Starship-Variante mit Landebeinen auf den Markt gebracht wird. Schließlich wollen wir ja später mal auf dem Mond und dem Mars landen. Ich vermute mal, unter den Generälen befinden sich einige Tankwatcher, denn Spangers sagt, dass die getroffenen Vereinbarungen dazu dienen sollen, herauszufinden, wozu diese Rakete in der Lage ist, wenn sie für Frachttransporte genutzt wird. Wie sind die tatsächlichen Kosten, Kapazitäten und vor allem wie schnell kann dieses System wirklich arbeiten? Für weitere Arbeiten an diesem System hat SpaceX am 14. Jänner 2022 einen 5-Jahres-Vertrag mit einer Gesamtsumme von 102 Millionen US-Dollar von der US Air Force erhalten. Dieses Geld soll dazu genutzt werden, die dafür notwendige Technologie zu demonstrieren. Es sollen, wie bereits erwähnt, militärische, aber auch humanitäre Frachten transportiert werden können. Dafür soll das Raumschiff auf Standardformate spezialisiert sein. Und jetzt kommt Blue Origin ins Spiel. Hier werden zwar einige Fragen beantwortet, aber viele weitere tun sich auf. Dank ihrer suborbitalen Rakete New Shepard konnten sie wertvolle Erfahrungen sammeln. Man kann sich noch so viel über Blue Origin lustig machen, die New Shepard ist trotzdem ein Prachtstück. Sandra Irwin von spacenews.com schreibt abschließend sehr passend: Im März 2020 unterzeichnete das US Transcom eine Crater mit SpaceX, um die Nutzung der kommerziellen Weltraumtransportkapazitäten von SpaceX zu untersuchen und die weltweite Lieferung von DoD-Material und Personal zu beschleunigen. DoD steht übrigens für Department of Defense oder Verteidigungsministerium. Im April 2020 unterzeichnete das DoD eine Crater mit XARC, um das Kommando über die Bedingungen zu beraten, die für die Nutzung kommerzieller Weltraumhafen erforderlich sind. Blue Origin betreibt die suborbitale wiederverwendbare New Shepard Trägerrakete für den Weltraumtourismus und entwickelt eine Schwerlast-Orbitalträgerrakete namens New Glenn mit einer wiederverwendbaren ersten Stufe. Wiederverwendbare Raketenstufen und Kapseln, die Fallschirme einsetzen, gehören zu den Technologien, die für Punkt-zu-Punkt-Frachtlieferungen benötigt werden. Das klärt vielleicht auch die Frage, wie Starship in entlegenen Regionen helfen kann. Man könnte im richtigen Moment im Orbit eine Kapsel aus dem Frachtraum entlassen, die mit Hilfe von Fallschirmen in der betroffenen Region landet. Und Starship fliegt einfach zurück zum Starthafen. Wie eine interkontinentale ballistische Rakete, nur statt des Sprengsatzes kommen Hilfsgüter an. Es wird auch nicht jede Mission derartige Fähigkeiten verlangen, aber in gewissen Situationen wäre es schon sehr nützlich. Vizeadmiral und stellvertretender Kommandeur des US Transcom, Dee Mewbourne, sagt: Wir erkennen jetzt, dass das Weltall nicht nur ein Konzept, sondern eine Werkzeugkiste ist. Wir wollen den Weltraumtransport und seine Potenziale genauer ergründen, um mit dem technologischen Fortschritt und den operativen Realitäten mitzuhalten. Sandra schreibt weiter, das Unternehmen muss New Glenn noch fliegen und plant ein Debüt Ende 2022, vorausgesetzt, die Entwicklung der BE-4-Triebwerke wurde
wurde erfolgreich abgeschlossen. 7BE4 werden die erste Stufe von Blue Glenn antreiben. Das aufmerksame Mars-Chroniken-Publikum wird auch wissen, dass die Vulcan Centaur von ULA auch von diesen Triebwerken abhängig ist. Ich bin kein Freund von militärischen Aufträgen, aber leider sind es genau diese, die den meisten Fortschritt bringen. Was ich damit sagen will, ist, dass dieses Programm zu einer dramatischen Beschleunigung der Starship-Entwicklung führen wird. Die Air Force mischt sich laut den Berichten nicht in die Entwicklung ein, aber sie werden zur Stelle sein und bei jedem Test Daten sammeln. So viele Daten wie nur möglich. Und wozu könnte das führen? Ich glaube, dass dadurch Punkt-zu-Punkt-Flüge auf der Erde viel früher Realität werden, als wir es uns vorstellen können. Das ist doch der Wahnsinn, was hier vor sich geht. Oder was sagst du? Schreib mir in die Kommentare, was du denkst und wo das alles hinführen könnte. Verkaufen SpaceX, Ex-Arc und Blue Origin ihre Seelen? Haben sie überhaupt eine Wahl? Macht dieses Punkt-zu-Punkt-System Sinn? Fragen über Fragen. Aber wir werden Antworten bekommen. Bald. Hoffentlich. Wahrscheinlich. So. Und jetzt möchte ich mich noch einmal gerne bei allen meinen Patrons und YouTube-Kanalmitgliedern für eure Unterstützung bedanken. Ganz besonderer Dank geht an meinen neuesten Piloten Chris. Danke euch allen. Ihr macht es möglich, dass ich diesen Kanal auf ganz neue Ebenen heben kann. So, meine Lieben, damit war es das heute wieder von meiner Seite. Ich sage herzlichen Dank fürs Einschalten und per aspera ad astra.